Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine gesunde Mandelmilch selber machen und vor allem auch ganz einfach und schnell selbst herstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir 1 Liter kaltes Wasser und 200 Gramm Mandeln, die ich jetzt übrigens auch schon über Nacht, also mindestens für 6 Stunden, unter kaltem Wasser bedeckt eingeweicht und danach auch schon wieder abtropfen lassen habe. Die Mandel hier, da kann man übrigens die Schale auch mit gutem Gewissen dran lassen, da hier auch nochmal tolle Nährstoffe versteckt sind. Als nächstes nehme ich mir mein Gefäß für den Mixer, in meinem Fall den Thermomix zur Hand, und da schütte ich jetzt einfach mal das Wasser schön hinein und gebe anschließend auch noch meine Mandeln in diesen Behälter. Nach Belieben kann man jetzt übrigens noch 2 oder 3 solche Datteln ohne Stein hier für die Süße dazugeben oder etwas Vanille, das benötige ich jetzt aber nicht. Anschließend mal für ca. 2 Minuten das Ganze auf sehr hoher Stufe, bei mir Stufe 10 schalten. Die 2 Minuten sind rum, jetzt habe ich mir mal ein Sieb in eine große Schüssel noch gegeben und hier habe ich noch einen sogenannten Nussmilchbeutel hineingelegt. Da schütte ich jetzt gleich das Ganze nämlich rein und dadurch trennt sich auch das Flüssige vom Festen. Wenn du übrigens keinen Nussmilchbeutel hast, dann kannst du im Notfall auch so ein normales, sauberes Küchentuch hier verwenden. Ich schütte hier jetzt also mal meinen Mandelmix hinein und jetzt hat, wie gesagt, trennt sich erst einmal das Flüssige vom Festen. Und einmal meinen Beutel hier oben zusammennehmen und jetzt hat nämlich die restliche Flüssigkeit hier unten mit Hilfe des Beutels schön ausquetschen. Das funktioniert nämlich jetzt halt wirklich super. Unsere fertige Mandelmilch befindet sich jetzt in meiner großen Schüssel hier unten und hier oben hat sich der sogenannte Trester jetzt nämlich abgesetzt. Diesen bitte nicht wegschmeißen, sondern zum Beispiel lieber noch zum Kochen oder zum Backen verwenden, da der wirklich sehr toll ist. Ich persönlich gieße meine Mandelmilch immer dann auch noch in eine verschließbare Glasflasche und hier dann ist sie dann auch für circa 3 Tage im Kühlschrank haltbar. Und somit haben wir unsere Mandelmilch jetzt auch schon selber gemacht, doch bevor ich es vergesse, diese sollte man vor dem Verzehr unbedingt jedes Mal noch gut durchschütteln, dass hier innen drin auch wieder alles toll vermischt ist. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens einen Mixer, solche Biomandeln, hier verschließbare Glasflaschen oder auch einen Nussmilchbeutel zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.